Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Ich habe mich hier da versteckt in der letzten Folge, ne? Stimmt. Und da hinten ist irgendwo eine Höhle, in die wir rein wollten. Und hier können wir auch noch irgendwas machen. Ich würde halt wirklich gerne alles sehen. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel den Fluss weiter folge? Also ich. Okay. Ich kann auf jeden Fall da wieder hoch. Folgen wir erstmal dem Fluss. Gucken wir mal, was da drüben ist. Huch. Und ich denn jetzt? Ach. Bin hier beim Lanzentypi? Wie kann das sein? Da hinten war doch abgesperrt. Hier waren die Fischis drin, ne? Oh, oh, oh Gott, ich sehe, was ich gemacht habe. Komm hier gar nicht wieder hoch, oder? Doch. Hätte man hier jederzeit hergehen können? Oder ist es jetzt, weil ich runtergefallen bin, dass ich einen schwereren Weg gehen muss? Irgendwie ein bisschen seltsam. Hier ist auch nichts, ne? Nein. Seht ihr, und da hinten sind die Leute. Ich bin schon einmal gestorben. Ich bräuchte einen Save Point. Oh nein, Schildträger. Oh Gott. Ja, was? Der ist auch noch im Weg. Ist alles voller Wege. Das ist echt seltsam. Befolgen die mir jetzt? Den Schildträger würde ich sehr, sehr gerne von hinten überraschen. Och, Schildträger, nein. Komm, geh einfach weg. Hau einfach ab. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass es hier einen Weg lang gibt. Den habe ich hier vorher nicht gesehen. Weil ich bin ja eigentlich hier bis zum Ende geschwommen, oder nicht? Ja, bis hier bin ich geschwommen. Vorher gab es diesen Stumpf nicht. Das hätte ich doch gesehen. Oder? Das finde ich mehr als irritierend jetzt. So, Mr. Schildträger, bist du jetzt wieder weg? Oder stehst du da noch? Okay, hier ist ein Weg. Oh nein. Oh nein, nicht. Oh Gott, nein. Nicht du. Nicht du, nicht du, nicht du. Den muss ich überraschen, um die fertig zu machen. Und ich brauche höchstwahrscheinlich noch ein anderes Leben. Okay, ich brauche einen Save Point oder so. Vielleicht laufe ich einfach am Lanzenträger vorbei. Und lass mich dann überraschen. Weiß es nicht, hier gibt es so viele Wege. Aber ich kann nicht gehen, weil ich halt erstmal, ja, weiß nicht, einen Save Point hätte. Okay, gucken wir erstmal hier. Da ist ja der Fuzzi. So, hinter mir war auch noch einer, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, das ist zum Fall ein Bogen, Heini. So. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier reingehen. Oh. Überraschungseffekt. Okay, auf Licht achten. Hier ist eine Wand. Da kann ich hochspringen. Das haben wir ja schon mal gelernt. Dann kommen wir bei dem Brunnen raus, oder? Wo kommen wir jetzt raus? Ah, Save Point. Ich werde aber noch nicht reisen. Ich habe jetzt nämlich wieder ein zusätzliches Leben bekommen. Nicht rasten. Ich werde jetzt nochmal kurz zurückgehen. Ich will wissen, was da hinten beim Lanzenträger ist.
Oh, ja, das ist, es gibt doch Fallschaden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich noch Heilung? Ich habe noch Heilung, okay. Alles klar. Dann gehen wir doch einfach mal hier runter und gucken, was uns. Okay. Ach, du hast plötzlich nur ein Leben? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der hätte mehrere. Ah, du bist auch so einer, der mehrere hat, oder? Bist du irgendwie verwirrt? Okay. Was? Wieso? Komm, weg mit dir. Wieso konnte ich ihn nicht töten? Ja, egal. Wir haben ihn ja jetzt. Aber hier gibt's nur Loot. Voller Geldbeutel. Ein Geldbeutel, der vor lauter Cent überquillt, kann verwendet werden, um die Cent im Inneren zu erlangen. So schwer, dass er selbst dem Wolf ein Lächeln abbringt. Kügelchen, die ich gerade verschwendet habe. Und Mibo-Balor der Seele. Ein Mibo-Balor voll Urquellwasser, getränkt mit dem Segen für verstorbene Seelen. Lässt man ihn platzen und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, zeitweise mehr Auferstehungsmacht. Der älteste der Mibo-Ballons, den die Mibo-Priester. Okay, heißt das mehr Erfahrung? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja gut, hier gab es nur ein bisschen Loot. Dann gehen wir mal hoch zum Feuer und können auch da direkt. Rasten. Mibo-Eigentum-Ballon. Okay, jetzt muss ich aber noch mal genau gucken. Diese versteckten kleinen Viecher. Gibt's hier auch irgendwas Verstecktes? Versteckten Weg oder so? Man muss hier echt aufpassen bei diesem Spiel. Man wirklich alles findet. Okay, das heißt, dieser komische Priester, den wir letztens bekämpft haben, das war irgendwie nur eine Ausnahmesituation, dass der zwei Leben hatte. Sowas finde ich seltsam. Aber gut. Mich soll's nicht. Mich soll's nicht stören. Oh, was war das denn? Trockenschwimmversuch oder was von der Leiche? Oh. Manchmal liebe ich Spiele. Und manchmal hasse ich sie. So. Gut. Kurz rasten, dann sehen wir uns hier ein bisschen um. So, dann haben wir unsere Wiederbelebung wieder. Hier geht's nicht rein. Und hier geht's nur einmal rum, okay. Aber hier geht's auch nicht rein, ne? Nein. Dann sind wir jetzt einmal rumgelaufen, das Haus. Aber ich habe das Gefühl, wir werden gleich auf den Boss treffen. Das sind viele da hinten. Oh Gott, die haben mich schon gesehen. Ich jetzt? Geronimo! Hui! Als ob ich mich mit euch abgebe. Ah, da ist Wasser. Oh Gott, man hört sie von überall. Okay, ich muss die höchstwahrscheinlich loswerden, weil im Wasser wird wahrscheinlich wie so ein Fischi schwimmen. Na gut. Oh, ich hab's nicht geschafft. Hihihihi. Insofern jeder einer nach dem anderen hierher kommt, das ist eine schöne Wunschvorstellung, kann ich sie umbringen. Hey, hey, komm her. Komm her.
Ah, nicht euer Ernst, dass ihr da zu zweit auf mich einschlagt. Oh, Mist. Nein, nicht töten. Wuhu. Scheiße. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Was soll's. So, wie verwende ich nochmal die Axt? Das kann ich mehr. Erstmal rasten. Ich habe so das Gefühl, dass ich mein Leben nämlich noch brauchen werde. Okay. Ich muss mal kurz in die Störung wieder finden. Ah, okay. So. Wie viel Schaden machst du an so einem kleinen Dude? Oh, 4. Okay, das ist gut zu wissen. Wir haben sowieso unendlich von den Dingern. Wir müssen halt nur rasten. Wie machen wir das jetzt mit den Typen? Ich muss auf jeden Fall irgendwie ins Wasser gelangen. Kann ich sie einzeln anlocken? Die werden Hilfe rufen, 100 pro. Lauf doch mal ins Feuer. Oh, schieß deinen eigenen Kollegen ab. Okay, es funktioniert nicht. Schade. Hallo, Jungs. Ja, komm her. Wow. Oh Mist. Okay, das macht nicht so viel Schaden wie ich. Was soll das denn? Wie ich dachte. Ah, shit. Oh. Und so viel zum Thema, wir wollen Leben sparen. Aber gut, wir holen uns einfach das Fischi dann. Und dann freuen wir uns einen Keks. Ach Gott. Ja, komm her. Los. Ziehen wir auch ein Getränk rein. Hä? Kam da gerade von rechts was? Nee. Vielleicht sollte ich darauf achten, dass ich nicht abgeschossen werde. Wäre vielleicht ein Plan. Oh, ich bin ins Feuer gelaufen. So, das ist zu dir. Oh, der Axtkämpfer hat mich noch nicht gesehen. Nein. Nein. Oh. 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 Komm mit. Der Bogenschütze nervt. Er kann ziemlich weit schießen. Hör auf! Alles nur für ein Fischi. Und wir wissen nicht mal, ob dieses Fischi da überhaupt ist. Ich meine ja nur. Keramiksplitter, ja. So, Fischi. Wehe, du bist... Oh nein, das ist viel zu seicht für ein Fischi, oder? Ah, zumindest haben wir jetzt eine... Will ich sagen, Abkürzung, aber eine Abkürzung geschaffen. Aber ich möchte mich trotzdem hier umsehen. Toll, so viel zum Fischi. Ich vermute mal, wir müssen ohnehin hier lang. Aber da ist noch eine Tür. Kommen wir von hier oder kommen wir nicht von hier? Ah, okay, wir seilen uns hier entlang. Dann landen wir hier drin. Eine leere Truhe, danke für nichts. Göttliches Konfetti. Konfetti mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt. Wie die Götter die Wasser segnen, so segnet auch das Konfetti all jene, die es berührt.
Somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Das heißt, es wird hier auch Geister geben. Es gefällt mir nicht. Ich mag keine Geister. Zumindest nicht als Gegner. Löschpulver. Ach so. Okay, das ist der Startpunkt da hinten, den wir gesehen haben, ne? Nein, das ist nicht, oder? Oder doch? Das muss ich kurz überprüfen. Müsste unser Startpunkt gewesen sein. Ja. Wenn es hier was Geheimes gegeben hätte, hätte ich mich gefreut. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben ja noch eine Heilung und wir haben ja noch Kügelchen. Von daher gehen wir erstmal weiter und gucken, was uns noch erwartet. Ich darf einfach nur nicht mehr getroffen werden. Das war eigentlich ganz easy. Zack, bin ich tot. Siehst doch, komm. Oh, du siehst gefährlich aus, Freundchen. Oh. Du bist weit gekommen. Für einen Abtrünnigen bist du ein würdiger Shinobi. Es ist meine Pflicht, den jungen Herrn zu beschützen. Kurosama, wenn ich versage, wird Ishin-sama mir niemals vergeben. Lass uns zusammen kämpfen! Oh, okay. Hör mich an. Mein Name ist Nogami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Okay, Mopsi. Mopsi, kein Gift, bitte. Oh, das ist nicht gut. Oh. Ich bin gescheitert. Kurosama. Oh, hier war irgendwo ein Punkt, wo ich hochspringen konnte. Super, danke, dass du mich in diese Scheiße gebracht hast. Oh nein. Jetzt hänge ich hier. Super. Mit Schildtypen und allem drum und dran. Da war es wieder. Da. Ja, es ist der helle Wahnsinn. Ja, was mache ich jetzt? Vergiftetes Schwert. Oh Gott. Was? Was zum? Okay, den kann ich leider nicht so raffiniert töten, wie ich die anderen getötet habe. Eieieiei. Natürlich könnte ich mich wahrscheinlich irgendwie anschleichen. Also im Prinzip geht es eigentlich. Also mit ordentlich viel Glück. Oh. Könnte das funktionieren? Fäuleessenz, ängstliche Dienerin. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten, das Husten und Keuchen einer alten Frau, die sich um ihren geliebten Herrn sorgt. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance auf göttliche Hilfe. Na gut, die alte Frau. Fäuleessenz, Krähenverwalter. Von irgendwoher ertönt das Husten und Keuchen eines Mannes, der stolz auf seine Aufgabe ist, den Toten zu gedenken. Er hält irgendwo in Ashina-Umland Gedenkfeier ab. Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance auf göttliche Hilfe. Zwei Leute? Ich meine,
Ich bin mal ganz ehrlich zu euch. Diese Krankheit geht mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Ich brauche keine göttliche Hilfe. Göttliche Hilfe gibt mir halt eine Chance, meine Sachen zu behalten, wenn ich sterbe. Aber ganz ehrlich. Wen juckt's? So, Fähigkeiten erwerben. Was machen wir? Wir machen das hier. Bessere Heilung ist immer gut. Das war Nummer 1. Jetzt habe ich natürlich kein Leben mehr. Ah, ah, ah. Okay. Zumindest einen Schildträger kriege ich schon mal hin. Hilft er mir schon? Nein, er hilft mir noch nicht perfekt. Bleib mal da. Kann ich später gebrauchen. Wer da jetzt rumsteht? Hör mich an. Mein Name ist Nogami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Okay, Mopsy hat mich alles. Oh, du bist ganz alleine hier? Ja, so viel zu dem Thema. Kann ihn also doch überraschen. Und sobald ich ihn überrascht habe, hole ich meinen Kumpel dazu. Und dann geht's ab. Ach, Schildträger. Den muss ich mich auch noch auseinandersetzen, ne? Junge. Okay, Miss Marple ist da hinten jetzt alleine. Überraschung, Überraschung, die Gärtchen. So, jetzt wirst du mir helfen? Nein. Du, wer ist denn? Lass uns! Okay. Hör mich an! Mein Name ist Nogami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Echt jetzt? Hör mich an. Oh, er ist schon am Kämpfen. Mein Name ist Nogami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Na komm, Mopsy. Nur du und ich. Lass den alten Herrn in Ruhe. Er steckt fest. Na komm, steck weiter fest. Das machst du gut. Au. Okay, ist frei. Freu dich mit mir, Mann. Oh, scheiße, hat mich gut getroffen. Kügelchen.
Na toll. Oh, jetzt bin ich wieder mit ihm alleine, Mann. Kannst du das wagen? Ich glaube, es ist immer so. Ich weiß es nicht. Irgendwie läuft es halt nicht so wirklich gut. Ernsthaft? Wie der mich einfach jedes Mal trifft. Pff, falsche Seite. Aber ich habe noch ein extra Leben. Weil ihr wisst, das geht schnell. Ja, so zum Beispiel. Ah, komm einfach her, Mann. Ja! Ah, Mopsi! Ah, Mopsi! Ah, Mopsi! Ah. Unkultivierter Sake. Eine Flasche voll trüben unkultiviertem Sake. Sake ist zum Teilen da. Diese trübe Sake ist einer von Ishin Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell betrunken zu machen. Gebetsperle. So, Moment. Ja, oh, das tut gut. Ah, ja. Oh. So, oh. So. Okay, gehen wir weiter. Heilige Scheiße. Das war nur so ein Zwischenboss-Ding, weißt du? Nee, nichts Dramatisches. Und ich hänge da so lange fest. Oh Gott, da läuft irgendwas rum, ne? Oh Gott, vielleicht nicht das beste Versteck gewesen. Okay, ich muss hier jetzt sneaky arbeiten bis zum nächsten Savepoint. Ist nur ein Fall im Bogenschütze, alles gut. So, und ich habe gelernt, dass die Axt die Schilde durchbricht. Das heißt, Axt ist unerlässlich. Ich habe auch nicht wirklich viel Leben. Weißt du was, wir ziehen uns die Kügelchen rein, die ich gerade bekommen habe. Was soll's? Die kann man auch jederzeit neu kaufen. Ich kann hier jederzeit anfangen zu farmen und dann das Zeug kaufen. Ach, guck mal, hat sich ja voll gelohnt. Wäre wahrscheinlich cooler gewesen, wenn der Typ überlebt hätte, ne? Naja. Hätten wir einen Verbündeten mehr gehabt. Aber was willst du machen? Ist ein Let's Play, wir nehmen alles, wie es kommt. So. Hier kann man nur Geistembleme kaufen, ne? Ja. Wie viel haben wir jetzt? 3, ne? Ne, 4. Wir haben 4 Gebetsperlen. Warte, Moment. Erste Gebetskette. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Die Grausamkeit von Ashinas Armee ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ashina-Schwertstils. Ja, cool, jetzt haben wir mehr Leben. Körpermerkmale verbessert, maximale Vitalität und Haltung wurden erhöht. Cool. Wie das jetzt mit der Erinnerung aussieht, weiß ich auch nicht, aber da hängt jemand. Bist du der Kleine? Nee, ja, du bist ein Mädel. Na gut. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für die heutige Folge. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Wo sind eigentlich die beiden Dudes? Ach, hör sie trampeln. Und dann gehen wir weiter. Hey, da leuchtet was auf der anderen Seite. Oder ist das Licht? Guck doch mal kurz nach. Surprise Attack! Aha! Na gut, haut rein, ciao!